Wir haben einen ganz, ganz langen Festzug gehabt. Wir haben uns auch nicht beeilen müssen, bis das Glockenspiel vorbei war. 1515 und 1517, als die Pest in München herrschte. Die Leute waren verunsichert, sie blieben in ihren Häusern. Die Lebensmittel blieben aus. Man stelle sich das heute mal vor. Und dann waren es zum einen die Schäffler, aber eben auch die Metzger, die sicherlich auch aus ganz eigenen nützlichen Gründen, aber auch damit zu sagen, es ist jetzt vorbei, raus auf die Straßen sind, gefeiert haben und die Schäffler mit ihrem Tanz und die Metzger mit ihrem Sprung die Münchner wieder auf die Straßen gebracht haben, um zu zeigen, das Leben ist wieder in der Stadt. Und wer heute mit dabei ist und den Marienplatz anschaut und den Zug gesehen hat, sagt, ja, das Leben ist auch wieder in der Stadt, die Ferien gehen so langsam vorbei, es kommen alle wieder zurück. Beide Zünfte sind heute vertreten, die Schäffler oben am Glockenspiel und die Metzger. Früher stand hier bis zum Weltkrieg noch ein schöner neugotischer Brunnen, da sind noch erhalten die drei Figuren. Vielleicht hat die Stadt ja mal wieder genügend Geld, um den Brunnen wieder im alten Licht erscheinen zu lassen. Wir haben ein altes Foto ausgegraben, sind hier zu sehen. Es ist für wahr ein großer Tag, den niemand wohl vergessen mag. Was sie auch schwer die Metzgerlehre, zuteil wird schließlich uns die Ehre. Von heute an sind wir Gesellen, die ihren Mann im Leben stellen. Von an auf unserem Banner steht nur allerhöchste Qualität. Die Herren Worte sind's genug, lasst mich erheben jetzt den Krug. Ein Prost auf unsere Zunft, hoch soll sie leben, auch in Zukunft. Ein Prost auf unsere Münchner Stadt, die unsere Lehre ermöglicht hat. Ein Prost auf unser schönes Bayern, ich lade euch ein, mit mir zu feiern. Unseren Gesellenstand, wir sind frei! Ja, genau, hier ist der Mensch! So, wie war's denn jetzt? Wie war's denn? Wie war's denn? Schön kalt, ja! Extra frisches Wasser für euch. Ja! Ja. Glückwunsch! Danke!